Ja, hallo, ich grüße euch. Ich hatte euch ja noch ein Highlight versprochen, dass ich mir dann abends noch mal angucke, wie das mit den US-Staatsanleihen geht. Die US-Staatsanleihen werden ja durch das sogenannte T-Note ausgedrückt, also Treasury-Note. Und die werden in Staffelung 2, 4, 10 Jahren ausgegeben. Und ich bin jetzt hier gerade in der Staatsanleihe drin. Das Programm, was hier läuft, ich zeige es mal hier, das ist die Oberfläche von CMC Markets. Man kann sich hier relativ leicht einen Demo-Account einrichten, kostet nichts, kann man einfach mal ein bisschen rumspielen oder ein bisschen was verkaufen. Ihr seht hier an der Stelle, das ist der normale Verlauf, ne? Das ist dann durch die Zinsen, die hier entstehen. Ja, steigt zunächst der Kurs und dann verhungert er hier oben. Und dann überwiegt eben der Zinsanteil, der eben hier dann den Kurs runterzieht und dann läuft er wieder hoch. Bemerkenswert ist, eben das, was ich auch schon sagte, dass hier an der Stelle eben dieser starke Abfall kommt, weil eben keiner richtig weiß, was jetzt die Woche mit den Staatsanleihen passiert. Und haben sich jetzt hier unten ja gerade so eine kurze Gegenbewegung gebildet, aber es sieht schon nach einem heftigen Absturz aus. Ich könnte dann nochmal versuchen, ob wir dann nochmal einblenden könnten den Vergleich zu den Euro-Yen. Da müsste ich mich mal hier auf dem zweiten Monitor anmelden. Das werde ich gleich mal tun, dass man es vielleicht dort ein bisschen besser sieht. Ich kann das euch leider bei Trading 212 nicht zeigen, weil die Staatsanleihen einfach nicht handeln. Aber den Euro-Yen, die Euro-Yen-Reaktion, den kann man dort sehen. Ich schiebe es gleich mal rüber, damit ihr das mit sehen könnt. Tab aufheften. Nee, aufheften nicht. In ein neues Fenster verschieben, genau. So, ja, ich schiebe es erstmal rüber, vielleicht kann ich es dann noch ein bisschen hindrehen. So, das ist jetzt US-Dollar, japanischer Yen. Mal sehen, ob ich es noch ein bisschen scharfer kriege. So, und da nutzen wir natürlich unsere berühmte Voreinstellung. Muss ich nochmal zurückschieben, weil ich kann nur die Schrift gar nicht lesen. Die Vorlage, Heiken Ashi. So, das ist jetzt die Voreinstellung. So, ich versuche es noch ein bisschen größer zu ziehen. Wir haben jetzt hier bei 5 Minuten. Und wir hatten hier an der Stelle, ja, ich kann es ja misserisch erkennen, ich muss es nochmal rüberschieben. Mal gucken. 1 Uhr, genau. Also hier, wo der Absturz ist, also hier an der Stelle, mal sehen, ob ich es ein bisschen größer machen kann. Ah ja, jetzt wird es besser. Der Absturz ist also hier 23 Uhr. Das ist das hier. Sieht aber nicht ungewöhnlich aus. Also so ein Absturz 23 Uhr ist es durchaus noch ein gängiger Wert. Ja. Das haben wir auch schon an anderen Tagen schlimmer gesehen. Auffällig ist die starke Volatilität hier unten, also diese langen Dochte, die man hier nach beiden Seiten sieht. Man sieht auch, dass er wieder nach oben zieht, aber man sieht auch hier, dass es hier schon durchgelaufen hat. Ich habe ja in den anderen Videos, habe ich euch ja schon mal erklärt, wie man den Chart einstellt und wie die Kurven hier zu interpretieren sind. Man sieht also hier, dass er hier an der Stelle schon verhungert. Ne? Wir haben also hier fast einen Geradegang von der oberen Linie. Er wird also hier noch ein bisschen herlaufen und dann wieder runtergehen. Und wenn man sich den langfristigen Verlauf ansieht, gehen wir hier wieder auf eine größere Darstellung, sieht man doch tiefere Hochs. Tiefere Tiefs, dass hier ein Abwärtstrend da ist. Und wir sind ja im US-Dollar-Yen, das heißt, der US-Dollar fällt im Vergleich zum Yen. So, und das ist eindeutig ein ordentlicher Abwärtstrend. Da gibt es nicht viel zu interpretieren. Ja, das wird lustig. Wir werden uns dann morgen im Laufe des Tages nochmal genauer damit befassen. Eventuell werde ich auch das Tablet mit herzunehmen, wo man doch ein bisschen mehr zeigen kann. Weil die Darstellung, ich habe mir gedacht, dass es etwas besser zu sehen ist, aber der Beamer ist halt nur schon ein bisschen in die Jahre gekommen und die Pixelauflösung, die liegt so bei 300, 400 Pixel, mehr werden da nicht kommen. Und im Prinzip bräuchten wir eine deutlich höhere Auflösung, weil die Kamera kann 1080 oder so, ne? Wäre schon besser.
Gut, vielleicht machen wir, bauen wir auch noch mal um, dass wir noch mal einen Monitor herstellen, wo man es doch ein bisschen besser sieht. Da kann ich aber eben nicht so erklären. Müssen wir mal gucken, wie das dann geht. So, ich denke mal, es hat jetzt wenig Sinn, dass ich jetzt hier mir die Nacht um die Ohren schlage. Ich gehe mal davon aus, dass ich die Abwärtsbewegung hier auch sehe und es sich ein bisschen, sagen wir mal, hier in der Richtung bewegen wird. Interessant wird die Geschichte am letzten Verkaufstag, also 29., 30., 31. Dezember. Wann genau der Handelsschluss ist, werden wir ja erfahren. Es ist aber mit einem starken Abverkauf zu rechnen. Ja, also die T-Notes, Treasury Notes repräsentieren die US-Staatsanleihen. So, okay, da binden wir den Sack erstmal zu und gucken uns die Sache morgen nochmal bei Börsenöffnung an. Interessant wäre dann so die Zeit um 8 und die Reaktion von DAX so um 9 rum. Und dann können wir, denke ich, schon mal was sagen dazu.